Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. Jawohl, es geht weiter. Ich guck gerade mal, wo diese komische Waffe ist, die ich hier gefunden habe. Gestern, letztes Mal, wisst schon, Bescheid, ne? Ich schätze mal, es war eine Sniper. Jawohl, es ist eine Sniper. Und ja, wir können ja mal schauen, ob wir die vielleicht doch direkt mal ein bisschen modifizieren können. Stocksmod, nein. Laufverlängerung, das klingt schon mal sehr schön. Und Leichenpool. Ah ja, Verlangsamung der Welt, das ist gut. Bestätigen, jawohl, zurück und bestätigen und los geht's. Das Geffsimmer ausschalten. Verstanden, Admiral Rahn. Wir sind gleich beim Server. Halten Sie uns auf dem Laufenden. Wie ist unser Status? Laut verschlüsselter Gaskanäle wurden wir noch nicht entdeckt. Auf Widerstand werden wir wohl nur am Server selbst stoßen. Im Server ist der so groß. Sie müssen verstehen, um Gas aus dem Server zu extrahieren, ist direkter virtueller Kontakt nötig. Sie müssen unseren Konsens betreten. Ich soll virtuell mit den Gästen reden? Oh ja, ein Videospiel. So kann man auch ihre Aufmerksamkeit erregen, falls es einen nicht umbringt. Ich hoffe, es lohnt sich dafür, durch ein Kriegsgebiet zu fliegen. So sind bleiben die Gas-Systeme außer Betrieb gesetzt. Diese Plattform kann die Anlage unbedingt betreten. Und tschüss. Schade, ich dachte, der geht kaputt. Na gut, dann müssen wir wohl mit ein bisschen VI, ne? Virtuelle Intelligenz hört sich besser an als KI, weil keine Intelligenz war. Ja. Uff. Eine Komödie bei Fuß. Als ob der uns gesehen hat. Mal hübsch, bringen wir es am Aldi mit. Ich bin Shepard, ich bin Edi und guck mich mal ein bisschen um. Denn ich bin ja gar nicht dumm. Oh wow, gar kein eigener Kampf, ist ja unfair. Alles nur Cutscenes, oh mein Gott, mein Leben ist zerstört. Achso. Ich wollte schon sagen, ist das der Typ? Schicke Anlage, muss man ja mal sagen. Ach, Hallöchen. Ach, du bist doch Mr. GVI. Ja. Hallo. Aber ich möchte Edi mitnehmen. Die ist so geil. Ziehen wir es durch. Machen wir es. Tschüssi. Ich will einen Kuchen, wenn ich wiederkomme. Ansonsten verklage ich euch. Hätte er gesagt, stillhalten, Mensch. Die wunderschöne virtuelle Welt. Ei, ei. Sieht doch mal schick aus, ne? Oh, guck mal, Treppe wird gebaut. Ui, Verbindungsaufbau zum Zugangspunkt. Uiuiuiui. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur, wenn ich mich richtig erinnere,
dem Weg folgen und ab und zu mal ein bisschen schießen. Aber nicht auf Feinde, sondern eigentlich nur auf diesen... Warner, Verbindung wird von infiziertem Code blockiert. Upp. Benutzen Sie unsere Kampfsoftware, um die Infektion zu unterbrechen. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wofür die Waffe gut ist. Dieser Fremdcode ist eine Manifestation des Signals der alten Maschinen. Sind Sie überrascht, dass die Reaper überall in Ihren Servern sind? Nein. Rücken Sie weiter zum Zugangspunkt vor. Hoppala. Okay, ich muss einfach fragen. Weshalb ein Gewehr? Uns ist Ihre Vorliebe für Feuerwaffen schon aufgefallen. Ja, danke, glaube ich. Oh, das glaubst du auch noch. Peng! Amok laufen! So mag gechappert. Verbindung hergestellt. Begeben Sie sich zum Zugangspunkt. Yay, Bonus. Verbindungsaufbau zu Kommunikationsknoten. Fehler. Zugriff verweigert. Lässt der Reaper Sie nicht rein? Unbekannt. Sie müssen es herausfinden. Nach. Warnung. Reaper-Präsenz geortet. Datencluster enthält infizierten Code. Wir brauchen Zugriff, um weiterzumachen. Ich geb dir schon Zugriff, keine Angst. Mein Digger, ich bin Shepard. Und was ich nicht kann, das kann man einfach nicht. Immer noch leicht erkältet, jawoll. Schön kaputt gehen hier. Bob. Wenn ich mich recht erinnere, musste man hier die ganzen Dinger freiräumen. Aber ich kann mich natürlich auch irren und ich werde mich höchstwahrscheinlich auch irren. Was sagt ein V? Ach ja, Datencluster. Hoppala. Nicht runterfallen. Ja, diese Krebs-Dinger musste man, glaube ich, entfernen. Jawohl. Zugriff auf Datencluster. Was ist das? Datencluster mit historischen Daten. Ihre Verbindung erlaubt Streamen von Informationen aus unseren Archiven. Hui, Stream. Ja, ich gucke ja schon. Wollen Sie die VI-Netzwerke tatsächlich umbenennen? Unbedingt. Die Fertigstellung der mobilen Hardware verdient eine kleine Zeremonie. Einheit 01, was heißt Diener des Volkes auf Kelisch? Es heißt Geth, Schöpfer Sahak. Ja, ausgezeichnet. Vorfahren, regt euch ruhig drüber auf. Sie haben doch ewig an den Schaltkreisen von Zero Eins gearbeitet. Es musste noch was gelötet werden. Coole Innovation. Waren das nicht Aufnahmen aus der Vergangenheit? Warum sind die Quarianer maskiert? Sie werden durch ihre Wahrnehmung gefiltert. Sie sehen sie so, wie sie sie jetzt kennen. Zerstörung. Okay, wo geht's weiter? Ich schätze mal hier. Jawohl, richtig geschätzt. Mann, ich bin so ein Schätzer. Ich bin so ein Schatz. So. Machen wir weiter, mach Stress. Wir müssen die Infektion auf diesem Datencluster unterbrechen, um weiterzukommen. Ja, ich bin ja schon dabei. Ist ja nicht die erste Verseuchung hier, ne? Kennen wir ja schon. So, lade ich mal bitte auf, liebe Waffe. Danke. Ach guck mal, man kann auch gedrückt halten. Ich bin ja ein schlauer Mensch. Ein schlauer Mensch bin ich. Wieso ist hier rot? Sie müssen die Infektion auf diesen Daten. Chill doch mal dein Leben. Ich bin doch schon dabei. Mein Dieser Gott, bist du nervig. Enthält Informationen, die 290 Jahre alt sind. Ach nur. Sie ist absolut diensttauglich. Sehen Sie? Er ignoriert sämtliche Abschaltbefehle. Bitte präzisieren Sie Art der Fehlleistung. Dann leiten wir Umprogrammierung ein. Gut, sehen wir es uns mal an. Schöpfer, diese Einheit ist diensttauglich. Was hat sie falsch gemacht? Wir sollten den Ton abstellen. Sie können sich zum letzten Datencluster begeben. Wird gemacht. Ach, hier lang. Party, Party, Party. Zugriff auf Datencluster. Ach, ganz ohne. Sind umstellt. Feuer eröffnen. Ihr seid so groß.
Und? Wer hat gewonnen? Die Plattform, die sich scharf gemacht hat, war eine Landwirtschaftseinheit. Durch ihr Feuer auf die angreifenden Schöpfer hat sie simplere Haushaltsgeld gerettet. Die Schöpfer wollten unsere Hardware zerstören und wir wollten überleben. Verbindungsaufbau mit dem verbliebenen Serverclone. Kann man nicht verübeln, ne? Irgendwie so ein bisschen, ne? Und so. Ja, ich bin drinne. Naja. Hallo? Commander, sind Sie da? Nein, ich bin tot. Werden Sie angegriffen, Admiral Rahn? Die Geth-Staffeln sind da, aber irgendwas stimmt nicht. Alle kaputt. Tja, Windows. Das hat man davon, wenn man Windows hat. Nur noch ein Knoten. Wir sind aktuell. Was ist los? Und schon wieder Windows. Infektionsprogramme. Wir sind wieder stabil. Sie müssen weiter. Ach ja, hier war ja irgendwas anderes. Die Reaper-Infektion hat gelernt, sich selbst zu reproduzieren. Sie wächst wieder nach? Ja, aber die Unterbrechung anfälliger Punkte der Infektion verlangsamt vielleicht ihre Reproduktion. Ja. Da war ja was. Habe ich schon ganz vergessen. Mann, bin ich schon blöde, Mann. Hoppala. Geht mal hier weiter. Mann, du hast aber auch einen großen Schwenkradius mit deinem fetten Arsch. Ist ja nicht mehr feierlich. So, ja. Ich habe immer Angst, dass man runterfällt. Und man kann ja nicht runterfallen. Das vergesse ich ja immer wieder. Mann, ich wir bin benötigen blöd. Zugriff auf diesen Datenkasten. Ja, schon dabei. Sie die Reaper-Infektion, um die auf mal verwundbaren Punkte der Infektion. Ja, alle gleichzeitig. Produktionsgeschwindigkeit zu drosseln. Ich glaube nicht, dass das viel bringt, aber hey. Okay, dann haben wir so ein bisschen zur Störung hier, ne? Da hinten komme ich nicht, ne? Ne, die ist zu weit weg. Sie müssen nach einem verwundbaren Punkt der Infektion suchen. Ja, hätte sie mir gleich sagen können, dass hier weitergeht. Halt doch mal die Fresse, Mann. Mal ein bisschen HIV-positiv. So, dann kannst du weiter entlang der Infektion gibt es einen verwundbaren Punkt. Zielen Sie auf diesen Punkt, um das Wachstum Richtung Datencluster zu bremsen. So, jetzt aber. Mensch. Okay, dann muss ich mehr. Los, lade ich nach. Geschwön. So, auch mal das kaputt machen hier. Und da alle zerstören hier. So. Zerstörung pur. Das neue Lebensmagazin von RTL. Warum man das ein Lebensmagazin nennen sollte. Was? Es gibt einen verwundbaren Punkt auf der Infektion, die zum Datencluster führt. Unterbrechen Sie die Infektion an diesem Punkt. Das wird das Wachstum lange genug bremsen, um auf den Datencluster zuzugreifen. Hä, aber hier ist doch schon alles abgetrennt. Würdest du mich verarschen? Und danach hinten kann ich aber schlecht, oder? Oder kann ich da vielleicht doch? Ah ja, dankeschön. Yay, finally. 31. Das können Sie doch nicht mit Ihnen machen. Weil Sie gefragt... Oh! Zeit ist um. Werft sie zu den anderen. Ist ja nicht sehr nett, ne? Aus, als hätten nicht alle den Krieg gewollt. Einige Schöpfer haben versucht zu vermitteln. Ohne Erfolg. Tja. Wo geht's weiter? Hier. Ja. Dachte ich mir. Nee, noch mehr HIV-Knoten. Maximale Zerstörung. Aber ich mache einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Mass Effect 3 wieder. Ich werde die Videos nicht so lang haben. Und deswegen, ja, ne, und so versuche ich bei 15 Minuten zu bleiben. Wir sind bei 15 Minuten 30. Und bis zum nächsten Mal.